Muss nur hier rüber. Nee, nicht stehen bleiben. Das heißt, wenn ich jetzt Ritter finde, die Windmühlen angreifen. Langsam. Greife ich mit an? Ich hab dich rufen hören. Willst du was von mir? Und ob? Wir haben mächtigen Ärger. Die achtbeinige Sorte. Dann braucht ihr einen Besen, keinen Hexer. Du verstehst nicht. Die Biester sind riesig. Wie Hunde. Wie Schweine. Schwarz und haarig. Ja. Spinnen alles ein. Wir reden also nicht von Spinnen, sondern von Arachnomorphen. Nenn sie, wie du willst. Hauptsache, du machst sie nieder. Wir könnten in diesen Höhlen wunderbar Weinfässer lagern, wenn diese Viecher nicht wären. Arachnomorphe sehen nicht wie Kaninchen aus, aber sie vermehren sich wie Kaninchen. Am besten packt man das Problem bei der Wurzel. Ich kümmere mich darum. Hier haben die Männer nichts als Wein und Pfeile im Hirn. Keine Ahnung, wer das ist. Windmühle nehmen Windkraftbilder und die Windenergie weg. Achso. Keine Ahnung. Oh, geil. Ja, ausgelaufene Pakete. Toll. Ich weiß nicht, wer das ist. Hast du ein bisschen die ganze Woche gefühlt, den ganzen Tag zu Hause? Und das Paket landet irgendwo bei den Nachbarn. Und zwar alle. Von allen. Du machst Berge aus Maulwurfschügeln. Ich werde es wunderbar zurechtkommen. Geht mir was zu trinken. Ich muss darauf bestehen, Graf. Mit uns an der Seite bist du sehr sicher. Platz mitnehmen sollen, oder? Ach, egal. Ich hab nichts gedrückt. Ach, zu deiner Nachricht, Mikro. Ich glaube nicht, dass es hier schon Windkrafträder gibt. Passt da. Oh, was bist du denn? Hallo? Will ich's wissen? Ich glaube nicht. Flog so fröhlich durch die Gegend. Die ganzen Windmühlen sind die Krafträder vom Aussterben bedroht und kommt deswegen noch selten vor. Oh, die Arme. Hilfe! Helft uns! Zerstört die Windmühlen! Was ist denn hier los? Monster! Monster dort in der Höhle! Wir konnten fliehen, aber Hugo ist noch drin. Hugo? Unser Bruder! Der ist noch da drin! Hilf uns, hol ihn raus. Wir zahlen auch dafür.
War das euer Aushang wegen der Eskorte? Ja, das war er. Und nicht ohne Grund, wie es scheint. Nach ein paar Tagen ohne Interessenten haben wir die Expedition alleine riskiert. Wir waren Dummköpfe. Wir hätten Geduld beweisen und warten sollen. Armer Hugo, ob er heil davon kommt? Was hat euch denn angegriffen? Was weiß ich? Wir sind gerannt, so wie der Boden erzitterte. Zum Ausgang. Nur Hugo ist in die andere Richtung gelaufen. Mensch, Hugo. Es kamen also Monster aus dem Boden? Eigentlich bin ich mir nicht sicher. Wir sind gelaufen. Wir haben uns nicht umgedreht. Los, Gerald, mach schnell auf Zeit für deine Fragen. Ja, klar. Warum seid ihr da eigentlich reingegangen? Wir haben uns verlaufen. Ah ja. Hm. Habt ihr die Höhle mit der Hauptstraße verwechselt? Beim Haar an meinem Kinn, welche Rolle spielt es, ob wir spazieren gegangen sind oder Seewanz gepflückt haben? Hugo ist da drin, in schlimmer Gefahr, das zählt. Holst du ihn nun da raus oder nicht? Jede Sekunde zählt. Nee, Drew, der kann auch ein bisschen warten. Gut, ich sehe nach ihm. Ihr beiden bleibt hier. Was ist los, Marci? Ich hab doch keinen Stuhl. Was ist los? Ich bin hier am Kämpfen. Was ist los, Katze? Was ist los? Komm, es wäre witzig, wenn du das jemand Paket war. Ich habe eine Nachricht bekommen, dass irgendwo hingelegt wurde oder sonst irgendwas. Oh, ein Schwert. Frisches Blut an der Klinge. Ob sie Hugo gehört hat? Blutspur. Hugo könnte verwundet sein. Ob Hugo noch lebt? Wer weiß, was gibt's da hinten? Ich glaube, mich führt das im Kreis. Na gut. Yep. Warm und feucht. Kikimoras mögen es kühler. Darum bleiben sie wohl auf Abstand. Boah, der blutet aber ganz schön viel, du. Was ist denn das? Ist das heiß? Ich verstehe mich. Etwas Schutz wäre nicht verkehrt. Vielleicht ist Quen das Richtige. Was ist das? Ich dachte, das ist sowas wie eine heiße Quelle. Enthalt mich oder so. Mann, oh, das ist meine Kiste. Oh, guck mal, er lebt noch. Noch. Bist du, Hugo? Deine Brüder schicken mich. Ha! Bastarde! Gauner! Hurensöhne! Sie haben sich auf mich gestürzt, konnten mich aber nicht überwältigen. Und jetzt schicken sie einen Gauner, damit er die Sache zu Ende bringt?
Wovon redest du? Ich bin ihnen draußen begegnet. Sie haben von einem Monsterangriff erzählt. Sie haben es nach draußen geschafft, du nicht. Sie schicken mich, um dir zu helfen. Das haben sie dir gesagt? Diese verlogenen Hunde. Das ist gewiss nur wieder eine Lüge. Komm schon, beruhige dich. Was ist hier los? Ich bin Hugo Monard. Vielleicht hast du von meinem Vater gehört. Victor Monard. Berühmter Cognac-Brenner. Vor seinem Tod haben wir uns gestritten, wer das Familienunternehmen übernimmt. Darum hat Vater beschlossen, uns zur Zusammenarbeit zu zwingen. Er hat seine Brennerei in Teile zerlegt. Drei davon hat er versteckt und jedem von uns eins der Verstecke gesagt. Als meine Brüder erfuhren, dass mein Teil hier verborgen liegt, haben sie entschieden, dass sie mich nicht mehr brauchen. Sie wollten einen Geschäftspartner weniger. Wortwörtlich. Wir haben gestritten und gekämpft. Der Krach muss die Biester angelockt haben. Die beiden sind zum Ausgang. Ich bin tiefer reingelaufen. Wegen des Teils einer Brennerei bist du hier. Ist es das hier? Ja. Wo hast du es gefunden? Am Grund einer heißen Quelle. Euer Vater hat es wirklich gut versteckt. Dein Lohn. Es ist nicht viel, ich weiß. Aber ich verspreche dir die besten Preise, wenn die Taverne wieder läuft. Ich komme drauf zurück. Gehen wir jetzt. Deine Brüder warten. Warte! Sieh mal da, meine Brüder! Sie haben ein paar Strolche gedungen. Sie wollen mich überfallen. Das wissen wir nicht. Willst du etwa behaupten, es ist reiner Zufall, dass sie mit Bewaffneten zurückkehren? Sie kommen wegen des letzten Brennereiteils. Töten würden sie mich dafür. Bitte, du bist meine einzige Hoffnung. Töte sie, sonst töten sie mich. Ich soll deine Brüder töten? Na, die vielleicht nicht. Aber die anderen Übeltäter. Meine Brüder, ich weiß nicht. Kannst du sie vielleicht kampfunfähig machen? Wirst du mich beschützen? Na gut. Tja, ich habe wohl keine große Wahl. Danke. Tausend Dank. Ich warte hier. Was machst du denn? Ich bringe euch Anstand bei. Er ist verrückt geworden. Haltet ihn! Für das Hühnerbrötchen. Au, au, au. Lass mich mal aus der Ecke raus. Hey, das ist unfair. Du, glaube ich, mal meine Städte. Oh, wow. Sie haben gekriegt, was sie verdient hatten. Vielleicht haben sie es gut gemeint. Das glaube ich nie und nimmer. Sie waren verkommen vor Gier und zu allem bereit, um mir das letzte Teil zu entwinden. Außerdem hast du sie ja nicht umgebracht. Bald kommen sie zu sich. Hoffentlich haben sie was daraus gelernt. Und was jetzt? Ich fürchte, ich weiß es nicht. Die Brennerei meines Vaters kann ich ja nicht wieder aufbauen. Ich muss wohl Wein auf dem Markt verkaufen. Oder vielleicht sollte ich weiterziehen und Toussaint verlassen. Ich weiß es nicht. Ich muss drüber schlafen. Wie auch immer, deine Hilfe mit meinen Brüdern werde ich dir nicht vergessen. Hi. Ja, da ist ein Auto. Habe ich schon auch auf dem Bild gesehen. So, bis dann. Zeit, dass unsere Wege sich trennen. Viel Glück,
Was immer du beschließt. Ich danke dir, Hexer. Alles Gute. Nach der Quest fertig. Tada. Töte die Monster in der Höhle. Guck mal, so gar nicht so weit. Gegrilltes Hühnerbrötchen. Yum, yum, yum. Jo, was ist los, Mausen? Was jammerst du da hinten, hä? Das wird zu einfach. Tata. Bei den Auftrag sterben? Bestimmt. Oh, ein Fischer. Viel Glück. Entschuldigung. Bin wach. Ich glaube, ich mache maximal eine Stunde. Maximal. Wenn ich so lange überhaupt schaffe. Oh, guck mal, Platz ist da. Umbrach. Ah, oh, danke schön. Gute Nacht. Was? Ich kann da doch auch laufen. Voll gemein. Hilf mir. Nein, kleine Dinge. Nein, tot. Menü. Tricks hier. Komm rein. Lange Ladebildschirm, gute Nacht. Was? Ach, ist egal, das passt so. Das ist richtig so. Nein, ich will nicht zu Regis. Ich will das da. Plötzlich, komm her. Komm her. Ein gutes Pferd.
Nein, zieh nicht einfach nach links. Nein, bleib mir stehen. Ach, komm schon, Plötze. Where is your problem? Hallo, Fischer. Again. Sehr guter Fischer. Zwei Plätze. Ich? Bin ich ja hier jetzt. Weg da. Hey, blöde Armerwaffen. Renne. Die Hose ist besser als mein. Oh, die Handschuhe sind auch besser. So. Tada!